Ja, hi, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Schröbi von Potteinander. Ja, ich habe mir eine Greenscreen zugelegt und genau die würde ich euch einmal heute ganz spontan zeigen wollen. Ich habe tatsächlich nur eine sehr, sehr kleine Wohnung. Das reicht eigentlich auch völlig aus. Aber wenn man mal Aufnahmen, Rezensionen, Reviews indoor machen möchte, dann bin ich hier mit meinen Möglichkeiten sehr, sehr beschränkt. So eine Greenscreen bietet mir die Möglichkeit, den Hintergrund individuell zu wählen. Das heißt, ich kann sein, wo und wann ich will und schütze dann auch noch meine Privatsphäre und kann euch ein interessantes Video mit einem echt tollen Hintergrund präsentieren. Seid gespannt, das Ding macht mir richtig Spaß. Bleibt dran! Leute, ihr habt es gesehen, ruckzuck ist dieser Greenscreen hier aufgebaut in 1,80 Meter Höhe und 1,50 Meter Breite. 0, nix kann man diese Leinwand hier aufziehen, aufstellen. Auf der Rückseite ist ein Gestänge. Überkreuz kann man zusammenfalten, zusammenlegen und in diesen schweren und massiven Metallkoffer transportieren. Faltenfrei für jede Menge tolle Hintergründe. Kleiner Nachteil sind Weitwinkelobjektive von Actionkameras. Da ist der Abstand doch ein kleines bisschen zu nah, aber im privaten und beruflichen Umfeld kann ich euch jede Menge individuelle und vor allem kreative Videos präsentieren und habe zudem auch noch ein Stückchen Privatsphäre gewahrt, um auch nicht unbedingt bei mir hier in dieser Mini-Wohnung in den Raum reinfilmen zu müssen. Also ein kleines bisschen testen wir das aus, seid gespannt, bleibt dran. Tja, da sitze ich nun vor meinem grünen Hintergrund und kann eigentlich jetzt überall sein, wo ich will. Die Pop-Up-Technologie macht es möglich, um eigentlich individuelle, tolle Aufnahmen im Indoor-Bereich in einer besonders kleinen Wohnung machen zu können. Und so, ja, ich habe einfach keinen Platz für ein Mini-Studio oder einen separaten Raum und muss mit dem zur Verfügung kommen, was ich habe. Und ja, da macht es mir diese Leinwand wirklich super leicht, ein Stück, sage ich mal, Privatsphäre zu wahren und so einen kreativen Videospielraum dann auch zu haben. Kleines bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich sitze hier tatsächlich noch nicht mal eine Armlänge, 30, 40, 50 Zentimeter von der Kamera weg. Links und rechts habe ich mal so ein paar Videoleuchten, Kameraleuchten aufgestellt. Ich weiß nicht, wie das mit dem Schatten hier aussieht. Wir können das ein kleines bisschen ausprobieren. Soll auch gar nicht unnötig in die Länge gezogen werden. Also probieren wir es mal aus. Tja, so, das war Hintergrund Nummer 1 und das ist schon Hintergrund Nummer 2. Tja, wie gefällt euch das? Videos kann man einblenden, laufen lassen oder einfach Fotos als Hintergrund. Hat so ein kleines bisschen was von Nachrichtensprecher und so kann man ruckzuck die Hintergründe wechseln und wenn man will, eben wieder woanders sein. Also ich habe da total Bock drauf. Ich glaube, die Anschaffung hat sich gelohnt. Das sind knappe 10 Kilo. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, wenn man denn diesen Aluminiumkoffer hin und her schleppen möchte. Da sind tatsächlich so Beine, die man ausstellen kann. Also das ist schon wirklich kippstabil. Ja, und diese Pop-Up-Technologie einfach aufklappen, aufziehen, steht wunderbar. Also und ist vor allen Dingen echt knitterfrei. Und tja, probieren wir einfach aus. Also für den Preis, da muss man schon, ich sag mal, 150, 130 Euro im Angebot in etwa rechnen. Aber ich sag mal so, für mich hat sich das auf jeden Fall, denke ich, jetzt schon gelohnt. Und ja, ich sag mal, in Zeiten von Videokonferenzen und Meetings ist das auf jeden Fall auch noch ein Feature, was ich über den privaten Bereich auch noch nutzen kann. Hier nochmal ein anderer Hintergrund. Das war's auch schon. Bis dahin, euer Schrömi von Potteinander. Macht's gut. Ciao.